Hat jemand von euch gerade zufällig Zeit und will mich jetzt mal so 2,5 Stunden vielleicht nach Belgien oder so fahren? Und ich muss auf jeden Fall jetzt dringend zum Flughafen nach Düsseldorf. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass mich jemand nach Düsseldorf mitnehmen kann. Wie weit kann man eigentlich mit 0 Euro reisen? Ich wollte es herausfinden und habe diese Challenge gemeinsam mit Finn und Johannes gemacht. Jeder von uns hatte 10 Stunden Zeit, am weitesten vom Kölner Dom wegzukommen. Die einzige Regel war, man darf kein Geld dafür ausgeben, außer man verdient irgendwie Geld. Und dann ging es auch schon los. Ich habe tatsächlich 2 Taktiken, die funktionieren könnten. Und zwar die erste Taktik ist jetzt erstmal, ich gehe zum Rheinufer, weil da gibt es richtig viele Kreuzfahrtschiffe. Und ich schaue, ob ich mich da irgendwie in so ein Kreuzfahrtschiff reinsneaken kann. Die Zeit rennt, ich bin ultra gespannt, was die anderen gerade machen. Ich glaube, keiner hat so eine crazy Idee, sich irgendwie auf ein Boot zu schmuggeln oder sowas. Okay, Leute, es geht los. Ich habe mich auch schon umgezogen. Und zwar habe ich mich als Spider-Man verkleidet. Und jetzt werden wir in die Innenstadt gehen, ein Plakat machen mit 2 Euro, ein Foto mit mir. Und da werden alle mit mir Fotos machen, hoffentlich. Und dann werde ich erstmal richtig viel Geld verdienen. Und dann habe ich die krasseste Idee, weil ich will heute noch wegfliegen. Spider-Man kann nämlich fliegen, ich nicht. Deswegen müssen wir in ein anderes Land gehen. Ich weiß gar nicht, warum ich alle so einen Stress habe. Ich mache jetzt erstmal ganz entspannt Insta-Story. Freunde, ganz spontane Sache. Und zwar hat jemand von euch gerade zufällig Zeit und will mich jetzt mal so entspannt vielleicht so 2,5 Stunden vielleicht nach Belgien oder so fahren. Meldet euch gerne. Okay, Freunde, Story ist raus. Ich bin sehr gespannt. Kurze Frage. Ich brauche ein Stück Pappe. Hast du ein Stück Pappe für mich? Vielleicht ein halber Pizzakarton oder irgendwie sowas. Die Leute können bei mir mit mir ein Foto machen. 2 Euro, weißt du? Ja, komm, ich mache eine Foto und ich gebe dir 2 Euro. Oh, perfekt. Der erste Kunde, perfekt. Ja! Ja, geil. Was? Kuss geht raus. Danke dir. Wir sind jetzt hier angekommen am Rhein. Oh mein Gott, Freunde, das erste Schiff, wo einfach Licht brennt und wo einfach Leute drauf sitzen. Soll ich dann so ganz auf penetrant einfach da reinlaufen so? Auf richtig selbstbewusst einfach so reinsteppen? Freunde, den Rucksack, den ich übrigens die ganze Reise dabei hatte, ist der neue Levin Ray Rucksack, der genau heute rausgekommen ist. Er hat viele verschiedene Features, ist ultra hochwertig produziert und ist perfekt geeignet für die Schule. Vielleicht fällt dem einen oder anderen von euch da draußen ja auch was bei dem Design auf. Checkt ihn sehr, sehr gerne ab. Es sind nur wenige produziert. Ihr müsst also schnell sein. Erster Link in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Freunde, jetzt waren wir gerade beim Friseur und es sind die ersten Nachrichten schon eingegangen. Es sind ein paar dabei, aber ich finde die hier, sieht besonders sympathisch aus. Ich mache jetzt kurz eine Sprachnachricht und gucke, ob ich mal kurz mit dir telefonieren kann, weil vielleicht ist es ja auch irgendein Mann, der mich entführen will. Kannst du mir vielleicht deine Nummer rüber schicken, dann können wir vielleicht mal kurz telefonieren, weil das wäre sehr, sehr wild. Mal gucken, ob was zurückkommt. Und das Schild ist fertig, 2 Euro, ein Foto. Ich würde sagen, wir gehen auf die Jagd. Wollen Sie ein Foto machen? 2 Euro. Herren, hallo. Sie sehen reich aus. Wollen Sie mir 2 Euro geben? Hi, was geht? Peter Parker hier. Hi, you want to do a photo with me to 40 Euro? Yeah, 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 2 Euro, can do a photo. Let's go, wir haben schon 7 Euro, Digga. Wir kommen gar nicht mit weit, Digga. Wir müssen unsere Preise erhöhen. Let's go. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kann man hier einfach reinlaufen? Hä? Ja, wie kann man hier mitfahren? Gar nicht. Gar nicht? Nee, ist ein Privatschiff. Tut mir leid. Okay. Wie unlucky war denn das gerade bitte? Och nein, das kannst du doch keinem erzählen, Freunde. Das wäre jetzt meine Chance gewesen. Guten Abend, hallo. Hallo, ist der Jonas? Hier ist der Jonas, ja. Du hast dich gemeldet auf meine Story, ob mich jemand ganz random einfach mal nach Belgien fahren will. Ich muss gerade einmal schauen. Bist du raus oder bist du drin? Da sind noch was zu essen organisiert. Nee, Essen kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich glaube, das ist das kleinste Problem. Ja, würde mich dann am Weg machen. Ey, geil! Du bist drin! Man findet immer jemanden, der so korrekt ist. Wie geil ist das? Einfach mal spontan nach Belgien fahren, dann wieder zurück. Perfekt, bis gleich. Ciao, ciao. Yo! Wir haben einfach jemanden, der uns einfach nach Belgien fährt. Ich sag's euch, die Challenge ist schon gewonnen. Bin sehr, sehr gespannt, was die anderen gerade machen. Aber ich glaube, so krass wie wir ist keiner. Mit Spider-Man, ne? Oha, korrekt. Okay, die nächsten 2 Euro sind drin. Perfekt, thank you. Kuss geht aus. Oh, Ehrenmann. Okay, Freunde, kurzer Krisentalk. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt, um ganz kurz drüber nachzudenken. Und zwar, Freunde, gibt es hier in Köln eine Direktverbindung nach Amsterdam. Jetzt ist das Problem, wir haben 17.29 Uhr und der Zug kommt 17.46 Uhr. Also genau in 15 Minuten. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, direkt zum Hauptbahnhof und muss versuchen, 2 Stunden 40 schwarz zu fahren nach Amsterdam. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da hochgenommen werde, ist eigentlich gleich 100, oder? Also wir müssen jetzt komplett straight zum Bahnhof. Let's go. Nicht so viel reden, einfach machen. Was? Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Hier ist Spider-Man. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke. Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Danke, danke. Ich habe geschaut, das Ticket würde einfach 85 Euro kosten. Das heißt, es gibt jetzt keine andere Möglichkeit. Wir müssen es einfach versuchen. Wir ziehen es durch, Freunde. Wir ziehen es jetzt durch. Mir ist so ultra kalt. Mir hat gerade jemand einfach 50 Euro gegeben. Einfach komplett random. Herr Bre da vorne. Genau der da vorne. Ich kann es auch nicht. Hat er 50 Euro gegeben. What the fuck? Damit haben wir easy das Geld für den Flug. Deswegen muss ich jetzt überlegen, wie ich so kostengünstig wie möglich, um die 100 Euro nicht auszugeben, zum Flughafen komme. Also werde ich wahrscheinlich trampen. Ich versuche zum Flughafen zu kommen nach Düsseldorf, weil von da aus gehen die meisten Flüge, habe ich heute gesehen. Und ich würde sagen, umziehen und let's go zum Flughafen. Wir machen es auf dem Weg zur Domplatte. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, der Mann, der da läuft. Ich glaube, das ist er. Er ist es. Genau, film mein Name.
Hier sind, das ist Jonas, Freunde. Wir kennen uns nicht, wir haben es noch nie gesehen. Ich würde sagen, lass erstmal nach Belgien fahren an der Stelle. Mercedes-Benz. Das ist ja hier. Ich würde sagen, in so einem geringfliegenden Auto wäre ich nicht eingestiegen. Niemand wird das toppen, Freunde. Freunde, wir sind auf jeden Fall jetzt hier im Zug. Ich habe meine Sachen jetzt bei einem Platz einfach mal gelassen, weil ich kann hier nicht die ganze Zeit immer rumschleppen. Ich frage mich wirklich, was die beste Taktik ist. Soll ich hier im Klo die ganze Zeit campen? Soll ich mich bewegen? Ich habe echt keine Ahnung. Oder soll ich mich vielleicht ins Bistro setzen? Ey, das ist so aufregend, ohne Scheiß. Wenn ihr jetzt gerade meinen Puls spüren könntet. Ich habe auf jeden Fall gar keine Lust, irgendwie eine Anzeige zu kassieren und Geld zahlen zu müssen. Weil dann wäre auch die ganze Challenge für den Arsch. Okay, ich bin jetzt an einer viel befahrenen Straße angekommen. Es ist mittlerweile auch schon dunkel geworden. Und ich muss auf jeden Fall jetzt dringend zum Flughafen nach Düsseldorf. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass mich jemand nach Düsseldorf mitnehmen kann. Wir warten einfach jetzt mal. Okay, Freunde, es ist passiert, da vorne hat jemand angehalten. Fährst du nach Düsseldorf? Ja, komm, dann müssen wir nehmen. Ich muss zum Flughafen, ganz schnell. Ja, schnell mal. Okay. Let's go, Düsseldorf Flughafen. Freunde, ich glaube, ich habe jetzt meine Taktik gefunden. Und zwar, ich bin hier einfach im Zwischenabteil. Und hier ist einfach niemand. Wenn von dort ein Kontrolleur kommt, sehe ich es. Und wenn von dort ein Kontrolleur kommt, sehe ich es auch. Das heißt, ich bin komplett safe. Weil sobald ich jemanden sehe, wie der in den Waggon reinläuft, kann ich direkt auf die Toilette gehen und bin quasi safe. Das ist mega. Okay, Freunde, es sind noch wie viele Minuten? Noch 3 Minuten, dann überqueren wir einfach schon die belgische Grenze, Freunde. Na, wie gesagt, es sind noch 1,9 Kilometer. Gleich sind wir da. Let's go. Okay, Freunde, wir sind in Düsseldorf am Flughafen angekommen. Der Brie hat mich gerade hier rausgelassen. Danke nochmal fürs Fahren. Okay, Freunde, ich habe gerade mit den Mitarbeitern hier geredet und die meinten, dass sie jetzt last minute mir direkt am Schalter keinen Flug geben können. Aber die meinen, es gibt auch einen Flug nach Paris in einer halben Stunde und der passt perfekt in mein Budget rein. Deswegen würde ich sagen, wir buchen jetzt online. Ich kann es nicht glauben, dass es nach Paris geht. Heute noch einfach den Eiffelturm sehen, das wäre so krass. Freunde, kleines Update. Ich bin hier nach wie vor immer noch in dem Gang. Sind jetzt aber gleich in 15 Minuten einfach da. Es ist so anstrengend, mein Rücken tut weh, mein Arsch tut weh. Ich muss hier die ganze Zeit gucken, ob irgendwie. Oh mein Gott, Freunde, da war ein Kontrolleur am Gang. Ich schwöre. Wenn er da halt jetzt wartet, dann bin ich am Arsch. Dann war's das. Dann wurde ich einfach. Oh mein Gott. Da vorne ist die Grenze, Freunde. Let's go. 3. Und 0,0 Kilometer. Und ja. Wir sind in Belgien. Let's go, Freunde. Wie geil ist das? Wir sind in Belgien. Nochmal großen Dank, ne, dass du dir die Zeit genommen hast, Mann. Let's go. Evin und Finn. Ihr schlagt mich niemals in einer Challenge. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute Morgen aufgewacht bin, dass ich in dieser Situation landen werde. Und im fucking Flugzeug jetzt losfliege in ein anderes Land. Unfassbar. Da war einfach niemand. Ich bin da rausgekommen, da war niemand. Ich habe aber mich nicht mehr getraut zu filmen. Ich bin straight einfach zum Platz gelaufen, weil wir jetzt halt einfach da sind. Ich kann das eigentlich gerade gar nicht realisieren. Ihr seht hier, ich bin aus dem Zug ausgestiegen, einfach mit 0 Euro nach Amsterdam geheizt. Freunde, wenn ihr für diese Krankenaktion jetzt nicht schon ein Like und Abo dagelassen habt, habt ihr auf jeden Fall was falsch gemacht. So, Belgien, hallo. Wir sind einfach da, let's go. Du bist gut gefahren, du hast dich gut geschlagen. So, wir sind jetzt wie gesagt in Belgien. Ich find's übel krass, dass wir einfach mit dieser Challenge jetzt einfach nach Belgien gefahren sind. Ich glaube nicht, dass die anderen etwas so krasses wie wir gemacht haben. Ich find's wirklich, kann gar nicht sein, oder? Es kann nicht sein, Mann. Angekommen! Endlich! Das Ding ist, der Flughafen ist ungefähr so eine Stunde von der Stadt entfernt und ich habe es von meinem letzten Geld, was ich verdient hatte, heute den ganzen Tag für ein Taxi ausgegeben und damit kommen wir jetzt sicher in die Stadt rein. Let's go! Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen direkt hier hin vor dieses Zeichen Amsterdam Central. Ich bin jetzt einfach in Amsterdam schwarz gefahren, fast in der Toilette hochgenommen worden. Digga, das kannst du keinem erzählen. Was sind denn das für kranke Aktionen? Nach dem ganzen Tag Reisen bin ich endlich angekommen in Paris beim Eiffelturm. Ich hab's halt for real geschafft. Ich bin da. Ich bin fucking da. Levin, Finn, wo seid ihr? Ihr habt es niemals geschafft, so weit wegzukommen. Okay, Freunde, wir rufen jetzt Johannes an. Let's go. Bin so gespannt, wo der Bruder ist. Ich bin so gespannt. Bro! Bruder, was?
Ich hab's geschafft, in Bro. In Paris? Ja! Guck mal, wo ich bin, Bruder. Kannst du das lesen? Amsterdam Central. Was? Was? Wo ist Finn? Wo ist Finn? Wo ist Finn? Digga, Finn ist irgendwo in einem Auto. Der hat mir nur ein Bild aus dem Auto geschickt, Digga. Ich hab's auch gesehen in der Story, dass er im Auto war. Ruf mal Finn an, ruf mal Finn an. Ich bin gespannt, wer gewonnen hat. Finn, mein Bester. Wo bist du? Leben. Ich bin gerade in Belgien. Was? In Belgien? Boah, ich hab das Ding sowas von gewonnen, Digga. Also wenn einer von euch weiter ist als ich, Digga, weiß ich auch nicht. Wirklich heftig, einfach jeder hat es in ein anderes Land geschafft, auf seine ganz eigene Art und Weise, hätte ich wirklich niemals gedacht. Die Auswertung hat ergeben, dass Finn mit 103 Kilometern Luftlinie den dritten Platz belegt, ich mit 213 Kilometern Luftlinie den zweiten Platz und Johannes mit 404 Kilometern verdient den ersten Platz bekommt. Hättet ihr gedacht, dass wir es so weit schaffen? Lasst gerne ein Like und ein Abo da für mehr so krasse Projekte und haut rein. Bis zum nächsten Mal.